Ja, doch, sicher. Gab eher wahrscheinlich ganz wenige Lehrer, die ich nicht abschaffen wollte. Und ist einfach so, ich weiß nicht, die Generation, ich merke ja langsam, dass ich alt werde, weil viele Filme, die ich toll finde von früher, kennt heutzutage keiner mehr. Einer davon war Club der Toten Dichter. Und das war für mich so das Idealbild eines Lehrers. Abgesehen davon, dass der Film jetzt sehr dramatisch war und sehr schön war. Aber es war einfach dieses Idealbild oder Sinnbild eines Lehrers, der seine Schüler sieht. Es gab auch, um das schöner noch zu erklären, diese Dokumentation Bowling for Columbine, wo sie auch Marilyn Manson gefragt haben, was er denn den Schülern sagen würde. Und er gesagt hat, ich würde ihnen gar nichts sagen, ich würde ihnen zuhören, was die zu sagen haben. Wahrscheinlich hat es bis jetzt noch nie jemand gemacht. Ich finde einfach, ist ein gesellschaftliches Problem heutzutage so ein bisschen, das merke ich von Eltern, Schülern, Lehrern. Es ist auch das Schöne, finde ich, an dem Film, dass man gar nicht so wertend sagt, die Eltern sind doof oder Lehrerinnen sind doof, sondern man zeigt so ein bisschen die Probleme, die jeder Einzelne für sich hat. Und so sehr man sich darüber auch beömmeln kann und sich an den Kopf langt teilweise, kann man irgendwie die Nöte und Probleme der Einzelnen so ein bisschen nachvollziehen.